Herzlich willkommen zum heutigen DVGW Lunch and Learn aus unserer Reihe rund um unser Trinkwasser. Mein Name ist Mary-Ann Koch. Ich bin Referentin für Wissenschaftskommunikation beim DVGW und leite Sie heute durch die Veranstaltung. Falls Sie Informationen und Einladungen zu den kommenden Events erhalten möchten, melden Sie sich gerne über das DVGW Service Center zum entsprechenden Newsletter an. Der Link zum Service Center steht Ihnen bereits hier im Chat zur Verfügung. Bevor wir thematisch einsteigen, möchte ich noch einige organisatorische und technische Hinweise mit Ihnen teilen. Der Vortrag unseres Referenten wird etwa 20 Minuten dauern. Parallel haben Sie die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu richten. Dies funktioniert über das Tool, welches Sie auf der rechten Seite Ihres Bildschirms finden. Hier tippen Sie bitte Ihre Fragen oder Anmerkungen ein. Bitte beachten Sie, dass das Eingabefeld auf 160 Zeichen begrenzt ist. Sollte Ihr Beitrag länger sein, splitten Sie diesen einfach auf mehrere auf. Die Fragen werden während des Vortrags gesammelt und im Anschluss an den Referenten zur Beantwortung oder Kommentierung gerichtet. Wenn Sie technische Probleme haben sollten, klicken Sie in der linken unteren Ecke auf das Fragezeichen. Dort finden Sie die Kontaktdaten mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse unseres Kollegen im Hintergrund, der Ihnen dann gerne behilflich sein wird. Außerdem wird diese Veranstaltung aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen werden Sie in den kommenden Tagen zusammen mit den Vortragsfolien auf unserer Veranstaltungswebsite finden. Auch hierzu steht Ihnen bereits der Link im Chat zur Verfügung. Sollten Sie im Nachgang Fragen haben bzw. auf der Webseite nicht fündig werden, dann kommen Sie gern auf das Team der Wissenschaftskommunikation zu. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der E-Mail, mit welcher Sie den Einwahllink zur heutigen Veranstaltung erhalten haben. So, und nun ohne weitere Umschweife zum zentralen Part unserer heutigen Veranstaltung. Übertitelt mit Wasserbedarf im Haushalt, Industrie und Landwirtschaft, Prognosen bis 2100, widmen wir uns heute einem Thema mit entscheidender Bedeutung. Denn die Wasserversorgung ist nicht nur eine grundlegende Voraussetzung für das menschliche Leben, sondern auch für die Landwirtschaft, die Industrie und den Erhalt unserer Ökosysteme. Der Klimawandel und seine Folgen, eine zunehmende Verknappung von Ressourcen, stehen unserem Verständnis einer seit Jahrzehnten einwandfrei funktionierenden Wasserversorgung entgegen. Dieses Spannungsfeld hat der DVGW zum Anlass genommen, im Rahmen des Zukunftsprogramms Wasser zwei Forschungsprojekte aufzusetzen, die auf der einen Seite Veränderungen im Wasserdargebot untersuchten und auf der anderen Seite Prognosen für den Wasserbedarf aufstellten. Die Studie zu den Auswirkungen des Klimawandels auf das Wasserdargebot des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung war bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht worden. Die Prognosen zum Wasserbedarf, die uns heute präsentiert werden, sollen uns helfen, die zukünftigen Trends der Nachfrage nach der Ressource Wasser zu verstehen. Darüber hinaus bilden sie aber auch die Grundlage für weitere Forschung und die Entwicklung von Strategien, um den Bedarf nachhaltig zu decken. Während wir uns im nachfolgenden Vortrag intensiv mit Zahlen und Daten beschäftigen werden, ist es mir an dieser Stelle nochmal ein Anliegen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Wasser nicht nur eine Ressource ist, sondern als wichtigstes Lebensmittel die Grundlage allen Lebens. Ich möchte Sie ermutigen, aktiv an diesem Vortrag teilzunehmen, Fragen zu stellen und Ihre Anmerkungen im Chat mit allen zu teilen. So, und nun zu unserem heutigen Referenten Sebastian Sturm. Sebastian Sturm ist Diplom-Geoökologe und leitet die Abteilung Wasserversorgung mit den beiden Sachgebieten Struktur- und Technologiekonzepte sowie Risikomanagement am DVGW Technologiezentrum Wasser in Karlsruhe, wo er schon seit über 20 Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig ist. Im Schwerpunkt seiner Tätigkeit befasst sich Sebastian mit dem Schutz und der Überwachung von Trinkwasserressourcen sowie der Resilienz und Sicherheit in der Trinkwasserversorgung. Diese Themen werden vordergründig im Rahmen von Forschungsprojekten bearbeitet, die zum Teil im DVGW Zukunftsprogramm Wasser angesiedelt sind. Sebastian, in der Vorbereitung
der heutigen Veranstaltung kam auch deine persönliche Motivation für dein Wirken in der Wasserforschung zur Sprache. Und hier würde ich den Moment nutzen und dich gern zitieren und dir dann gleich im Anschluss direkt das Wort übergeben. Du sagtest, der vorbeugende Schutz der Wasserressourcen ist die Basis für eine zukunftsfähige Wasserversorgung. Und hierzu brauchen wir eine fundierte Datenbasis. Sebastian, vielen Dank, dass du heute da bist. The stage is yours. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Marianne, für die freundliche Anmoderation. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, die Motivation haben Sie schon gehört. Auch die Hintergrundmotivation des DVGW, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Wie geht es denn mit dem Wasserbedarf weiter? Dem Blick bis ins Jahr 2100 konnten Sie dem Titel des heutigen Lunch and Learn auch schon entnehmen. Und ich nutze jetzt die Gelegenheit, meine Präsentation zu starten. Ich hoffe, das ist in ein paar Sekunden für Sie alle sichtbar. Und ja, ich möchte Sie mitnehmen in die Studie des DVGW mit der Zielstellung, wie sieht der Wasserbedarf in Haushalt, Kleingewerbe, Industrie und Landwirtschaft aus, wenn wir bis ins Jahr 2100 blicken. Und Sie werden vielleicht zu Recht schon denken, da ist wahrscheinlich einiges an Glaskugel dabei. Das will ich auch nicht abstreiten. Aber wir haben uns trotzdem im Rahmen dieses Projektes diese Herausforderung gestellt. Und ich möchte Ihnen auch kurz dann eben die Hintergründe zu dem Projekt nochmal erläutern, Ihnen auch zeigen, mit welchen Datengrundlagen wir für diese verschiedenen Sektoren in diese, ja, Prognosen, vorsichtig gesagt, wir hier reingegangen sind mit dem Team. Und dann schlaglichtartig, ich glaube, im Detail schaffen wir das nicht in den 20 Minuten, Ihnen am Beispiel aus den einzelnen Sektoren näher bringen, wie wir das methodisch dann angegangen sind, wie wir uns dem genähert haben, hier für ganz Deutschland mit dem Ziel, regional differenziert am besten noch diesen Wasserbedarf herleiten zu können. Und ich werde das tun, eben für diese genannten drei Sektoren. Und am Ende Ihnen nochmal einen Ausblick geben, was mit diesen Ergebnissen denn jetzt weiter passiert, wo wir die noch weiter verwenden werden und wie es dann weitergehen kann mit diesen jetzt neu vorliegenden, erstmalig verfügbaren Daten für ganz Deutschland. Kurz zur Projektübersicht. Das Projekt nennt sich Multisektorale Wasserbedarfsszenarien für Deutschland mit dem Akronym WATT Demand. Sie sehen hier auch das Förderkennzeichen des DVGW. Und ich denke, über den Anlass müssen wir in der Runde hier nicht lange nachdenken. Die trockenen Jahre, beispielsweise 2003, 2018, zunehmend haben eben gezeigt, auch regional zeitweilig kann es in der deutschen Wasserversorgung Engpässe geben. Und die Frage steht eben im Raum, wird uns das künftig unter den Projektionen des Klimawandels häufiger blühen, vielleicht auch flächenhaft weiter ausgebreitet sein, das Thema? Und können wir uns heute da schon darauf vorbereiten, indem wir versuchen, die Einflussfaktoren da abzuschätzen? Und einer der Einflussfaktoren ist natürlich das Wasserdargebot. Das haben Sie in der Anmoderation schon gehört. Das wurde im Rahmen der Studie des UFZ bearbeitet. Da will ich heute nicht drauf eingehen. Wir haben uns jetzt mit der zweiten Seite der Waagschale beschäftigt. Wie entwickelt sich denn der Wasserbedarf? Und Sie können es sich wahrscheinlich schon denken, wenn wir das für mehrere Sektoren bis zum Ende des Jahrhunderts tun wollen, dann können wir nicht für jede Region, für jede Gemeinde, für jeden Wasserversorger eine Wasserbedarfsprognose im Detail aufstellen, sondern wir müssen mit einer hohen Flughöhe starten und versuchen, mit deutschlandweit verfügbaren Daten praktisch die Daten herunterzubrechen und in die Zukunft zu schauen.
Das habe ich hier als Top-Down-Ansatz beschrieben. Sie sehen hier nochmal die Beteiligten, also die Koordination dieses Projektes hat das IWW in Mülheim übernommen. Tim Austerbeek als Koordinator hier ausdrücklich zu nennen, mit seinem Team die Bearbeitung. Dann eben das TCW hat Projektteile bearbeitet, meine Wenigkeit mit meinem Team. Und die Kollegen von der Uni Hohenheim haben den landwirtschaftlichen Sachverstand hier mit eingebracht und gerade diesen Sektor Landwirtschaft bearbeitet. Sie sehen an der Laufzeit des Projektes, 30.09., wir sind sozusagen im Endspurt. Es gibt einen Entwurf des Abschlussberichtes, der liegt jetzt bei der Projektbegleitgruppe. Vielleicht kennen Sie so die Spielregeln auch der DVGW-Forschung. Zu jedem Projekt gibt es eine Projektbegleitgruppe aus Wasserversorgern, die sich bereit erklärt haben, mitzuwirken, aus Vertretern der Wasserseite in der Hauptgeschäftsstelle. Und die haben uns über das Projekt immer wieder begleitet. In Zwischenmeetings haben wir unseren Arbeitsplan vorgestellt, Fragen diskutiert, Rückmeldungen entgegengenommen. Und so ist jetzt eben auch hier der letzte Schritt. Der Abschlussbericht wird mit der Projektbegleitgruppe abgestimmt und dann irgendwann freigegeben. Das Projekt ist nicht das Ende von irgendeinem Prozess, sondern im Gegenteil der Ausgangspunkt. Im Zukunftsprogramm Wasser sind schon weitere Projekte gestartet. Sie sehen hier auch die Kürzel aufgeführt, Watt Demand Plus, GW Impact und Resilienz. Also alles drei Projekte, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten, unterschiedlichen Blickwinkeln diese Daten, die wir jetzt hier im Watt Demand Projekt erarbeiten, aufgreifen und weiter nutzen und auch die Einordnung dieser Ergebnisse noch vornehmen. Also beispielsweise die Validierung dieser Top-Down-Abschätzungen anhand von Bottom-Up-Daten in ausgewählten Regionen beispielsweise. Sie sehen hier die Methodik des Projektes. Hier die drei Sektoren, für die wir uns an die Wasserbedarfsprognose gewagt haben. Wenn wir diese drei Sektoren kombinieren, können wir einen Gesamtwasserbedarf addieren. Und wenn wir dann die Daten der UFZ-Studie hernehmen und daraus ein Wasserdargebot ableiten, dann wäre das im nächsten Schritt dann auch noch eben die Kombination Wasserbedarf und Wasserdargebot übereinander zu legen und im Sinne einer Wasserbilanz oder eines Risikos für die Wasserbilanz hier weitere Schlüsse zu ziehen. Aber das ist heute nicht Gegenstand dieses Vortrags. Ein paar Worte zu den verfügbaren Daten, die wir genutzt haben für die verschiedenen Sektoren. Ich fange an mit Haushalt und Kleingewerbe. Da kennen Sie wahrscheinlich auch alle die Daten der Statistischen Landesämter oder des Statistischen Bundesamtes. Hier gibt es sehr gute und regelmäßig fortgeschriebene Daten bundesweit zum Wasserverbrauch in der öffentlichen Wasserversorgung. Also hier gibt es sehr gute Daten und wir haben hier als Ausgangsbasissituation, also den Ist-Zustand, den Referenzzustand, hier den Mittelwert dieser Jahre 98 bis 2019 genommen, damit nicht jetzt ein Jahr 2018 beispielsweise als Ist-Zustand genommen wird, sondern wir einen quasi stabilen Referenzzustand haben. Dann haben wir diesen Referenzdatensatz genommen und uns Gedanken darüber gemacht, welche Faktoren denn die Bedarfe in Zukunft antreiben oder beeinflussen. Und hier haben wir dann in drei Szenarien verschiedenste Faktoren, die ich Ihnen nachher nochmal zeigen werde, hergenommen und überlegt, wie könnten die sich entwickeln. Und jeder Faktor könnte einen quasi stark fördernden Einfluss auf den Bedarf haben, vielleicht aber auch einen stark bremsenden Einfluss auf den Bedarf und dann eben einen mittleren Einfluss. Und so haben wir diese ganzen Faktoren immer in diesen drei Szenarien aufgesplittet, sodass wir am Ende einen
oberen, einen mittleren und einen unteren Bedarf sozusagen hier in den Zeitscheiben, in verschiedenen Zeitscheiben bis zum Ende des nächsten, dieses Jahrhunderts haben werden. Bei der Industrie sind wir ähnlich hergegangen. Wir haben Referenzdaten auch verwendet für den industriellen Wasserbedarf. Auch hier waren die Daten die des Statistischen Bundesamtes als Grundlage. Und das werde ich dann auch nochmal zeigen, die Frage, wie entwickelt sich der industrielle Wasserbedarf, wird ganz maßgeblich davon getrieben, wie sich der Kühlwasserbedarf entwickelt. Und ein weiterer Faktor, der vielleicht in den Statistiken bisher noch nicht die Rolle spielt, aber möglicherweise in Zukunft wichtiger wird, wie der Wasserbedarf für die Wasserstoffproduktion ist. Ich meine, ich denke, es ist vielleicht allen bekannt, um Wasserstoff zu produzieren, brauchen wir Wasser. Aber ich glaube, in vielen Planungen bei dem Thema wurde bisher noch nicht so genau darauf geschaut, wo das Wasser denn eigentlich herkommt. Und die Landwirtschaft als flächenhafter Landnutzer ist natürlich sicher auch ein Sektor, der den Wasserbedarf mit treibt. Und hier war die Vorgehensweise ein bisschen anders. Wir haben hier nicht unbedingt einen sehr guten Datensatz, wie heute der Beregnungsbedarf ist. Aber wir sind davon ausgegangen, oder die Kollegen der Uni Hohenheim sind davon ausgegangen, dass wir die heutige Landnutzung zugrunde legen, dass wir dann mit den Klimaprojektionen abschätzen können und auch modellieren können, wie sich der Bewässerungsbedarf in der Vegetationsperiode für diese Kulturen verändern wird. Und das Ganze ist dann in eine Agrarökosystemsoftware eingeflossen und so wurde der Zusatzwasserbedarf praktisch gegenüber heute, der heutigen Situation modelliert. Und hier gleich vorab eine Anmerkung. Ich sage gegenüber der heutigen Situation, ganz wichtig, ist eine Basisannahme in diesem Sektor, dass wir nicht vorhersagen können und momentan sich auch in der Forschung kaum jemand traut, vorherzusagen, wie sich die landwirtschaftliche Nutzung wirklich verändern wird in den nächsten 80, 100 Jahren. Also ob wir ganz andere Feldfrüchte anbauen werden, ob wir zum Gewächshaus Europas werden und nur noch Tomaten und Erdbeeren produzieren, ob alles in die Gewächshäuser wandert, unter Glas produziert wird oder. Da sind sehr, sehr viele Unbekannte dabei. Ganz maßgeblich eben das ökonomische Modell dahinter. Was sind die Verbraucher bereit zu bezahlen? Wie sind Weltmarktpreise? Wie sind die Absatzmärkte? Das sind Faktoren, die wir hier nicht berücksichtigen konnten. Wir sind von der heutigen landwirtschaftlichen Nutzung ausgegangen und haben nur betrachtet, wie sich deren Bewässerungsbedarf unter den Klimawandelprojektionen verändern wird. Etwas einfacher war es beim Thema Viehhaltung, ist auch nicht mengenmäßig vielleicht ganz so signifikant, das werden Sie auch nachher sehen. Klar, wo Vieh gehalten wird, muss auch Vieh getränkt werden. Hier gibt es Merkblätter, Faustzahlen, wie viel Liter Wasser pro Tag eine Großvieheinheit braucht. Und wir haben den Referenzdatensatz, wie die Großvieheinheiten in Deutschland in diesem Zeitraum statistisch nach den statistischen Daten verfügbar sind und haben dann mit ein paar wenigen knappen Annahmen gesagt, wie sich daraus dann ein Trinkwasserbedarf ermitteln wird. Dazu aber auch nachher noch mal ein paar Worte. Das werde ich jetzt noch mal kurz bei den einzelnen Sektoren Ihnen zeigen. Sie sehen jetzt hier die ganzen Faktoren, die beim Wasserbedarf für Haushalt und Kleingewerbe eine Rolle spielten in unserer Abschätzung. Also ich gehe nicht auf jeden Faktor einzeln ein, aber Sie sehen beispielsweise, die technische Innovation ist natürlich ein Einflussfaktor. Also sprich, die wassersparende Hausinstallation, die Geräte im Haushalt, setzen die sich durch? Werden die zukünftig der Standard werden? Wird der spezifische Bedarf pro Kopf dadurch sinken oder setzen sich diese nicht durch und wir haben eine Situation wie heute? Also das ist so eine
Stellschraube in dieser Projektion. Oder beispielsweise der Wasserpreis. Wenn am Wasserpreis gedreht wird, weil Infrastrukturkosten umgelegt werden müssen etc., dann könnte natürlich der Wasserpreis eine Auswirkung auf den Wasserverbrauch haben. Die Haushaltsgröße ist auch natürlich ein Faktor. Wir wissen aus den statistischen Daten, dass der Trend immer mehr zu kleineren Haushalten geht, gar zu Single-Haushalten. Und es gibt Untersuchungen, die eben sagen, dass pro Kopf ein Single-Haushalt mehr Wasser verbraucht als ein Mehrpersonenhaushalt. Und je nachdem, wie eben diese Entwicklung der Haushaltsgröße ist, wird sich natürlich der Wasserbedarf entwickeln. Klimatische Einflüsse haben wir natürlich auch beim Wasserbedarf. Das sehen wir ja heute schon. Bei heißen Tagen, Sommertagen steigt an diesen Tagen eben der Spitzenbedarf. Und je nachdem, wie die Klimawandelprojektionen uns eben sagen, ob die heißen Tage, Hitzetage zunehmen, wie viele zusätzliche Sommertage es geben wird pro Jahr, wird das natürlich an diesen Spitzentagen auch einen Mehrbedarf erzeugen. Und woran man wahrscheinlich zuerst gedacht hätte, die Bevölkerungsentwicklung. Wer heute Morgen Radio gehört hat, Statistische Bundesamt macht gerade auch hier wieder eine Pressemeldung, wie sich die Bevölkerung in Deutschland entwickeln wird, regional, wo es Zuzüge, Abwanderungen geben wird. Und unsere Basis waren hier diese Bevölkerungsvorausentwicklungen auf europäischer Ebene. Auch hier gibt es verschiedene Szenarien von einem Rückgang der Geburtenrate, wonach Deutschland im Jahr 2100 nur noch 65 Millionen Einwohner haben wird, bis hin zu einem Szenario, wo die Geburtenrate eben eine höhere ist, wo möglicherweise auch ein Zuzug durch Migration eine Rolle spielt und wo Deutschland dann immerhin noch 83 Millionen Einwohner haben wird und dazwischen ein mittleres Szenario. Das werden Sie gleich nochmal sehen an ein paar Karten. So sehen Sie dann auch im Prinzip, wie die Ergebnisse der Auswertungen nachher im Abschlussbericht auftauchen werden. Wir haben das eben auf Landkreisebene hier im Beispiel gemacht. Wir könnten das dann ja auch theoretisch auf Teileinzugsgebietsebene oder auf Ebene von Grundwasserkörpern machen oder Ähnliches, wenn wir die Daten denn einmal haben. Und Sie sehen immer in diesen Bildern, vielleicht zur Erläuterung auch für die folgenden Kartendarstellungen, links oben immer diese Referenzsituation, also sozusagen der Ist-Zustand, so als Mittelwert der letzten Jahre, für die wir eben die Daten hatten. Sehen Sie hier die Bevölkerungszahl in Personen pro Landkreis. Fallen natürlich ein paar Ballungsgebiete, Großstädte wie Berlin einem hier gleich ins Auge. Und dann sehen Sie in den folgenden Karten nach rechts und nach unten jeweils drei Zeitscheiben. Also sozusagen hier 30 Jahre in die Zukunft, wenn wir quasi so die mittlere Jahreszahl nehmen, 50 Jahre in die Zukunft oder eben hier 80, 90 Jahre in die Zukunft. Also das letzte Bild ist für uns eben immer dann sozusagen das Jahr 2100, vereinfacht gesagt. Und Sie sehen jetzt hier, wenn wir das Beispiel für das untere Szenario für die Bevölkerungsentwicklung und wenn wir das eben auch für das obere Szenario mit der stärkeren Bevölkerungszunahme oder einer weniger starken Abnahme anlegen, dann ändern sich hier so die Farben in den einzelnen Landkreisen. Wir sehen, in der Fläche dominiert immer noch der Rückgang der Bevölkerungszahl je Landkreis, aber wir sehen natürlich auch Regionen, Ballungsräume, in denen die Bevölkerungszahl auch in diesen Projektionen wachsen wird. Und das wirkt sich dann natürlich auf den Wasserbedarf aus, wenn wir eben den spezifischen Pro-Kopf-Bedarf damit multiplizieren. Ein Beispiel, wie die Klimafaktoren hier zum Tragen kommen. Jetzt sehen Sie als Beispiel hier die Zunahme, die Veränderung der heißen Tage, also die Tage, die über 30 Grad als Tagesspitzentemperatur haben. Auch hier oben die Referenzsituation heute. Ja, Sie sehen Landkreise in Deutschland, wo wir heute 1 bis 5 heiße Tage haben.
aber auch Regionen, wo wir heute schon 15 bis knapp 20 heiße Tage pro Jahr haben. Und dann auch hier wieder in den nachfolgenden Karten die Veränderung in Tagen. Also das ist hier eine Datenbasis, die eben aus der genannten UFZ-Studie kommt. Also diese Klimaprojektionen des UFZ, die dem zugrunde liegen, wie eben sich die heißen Tage hier verändern werden. Und Sie sehen, dass das natürlich dann in diesem oberen Szenario, also das stärkste Klimawandelszenario, die stärkste Erwärmung der Erdatmosphäre liegt da dahinter, dieses RCP 8.5-Szenario, dass hier natürlich dann in manchen Regionen 10 heiße Tage dazukommen. Das wird natürlich dann dort im Wasserbedarf an diesen wenigen Tagen des Jahres dann natürlich eine merkliche Auswirkung haben. Ich möchte den nächsten Faktor Ihnen nochmal dann eben zeigen, wie sich das dann kombiniert. Also wenn wir all die Faktoren, die ich jetzt nicht einzeln durchgegangen bin, kombinieren zu einem spezifischen Bedarf pro Kopf und dann mit der Bevölkerungszahl multiplizieren, dann kommen wir eben auf solche Szenarien, die man dann in der Summe interpretieren kann und sagen wir, in diesem unteren Szenario wird bis zum Ende des Jahrhunderts der häusliche Wasserbedarf von heute 3,7 auf 2,2 Milliarden Kubikmeter abnehmen. Wir sehen in manchen Landkreisen Abnahmen um bis zu 55 Liter pro Kopf und Tag. Das sind natürlich sehr starke Abnahmen. Wir haben aber heute schon Landkreise, die eigentlich einen sehr niedrigen Pro-Kopf-Verbrauch haben, bei 80 Liter pro Kopf und Tag heute schon liegen. Da ist irgendwo natürlich irgendwo die Grenze erreicht. Also hier haben wir dann auch eine Schwelle eingezogen. Hier nimmt der spezifische Pro-Kopf-Verbrauch nicht noch weiter ab. Deswegen, wo heute die höchsten Bedarfe sind, sind natürlich auch die Abnahmen am stärksten. Und das andere Szenario hier, die andere Seite, das obere Szenario, die andere Seite der Spannweite. Hier sehen wir in manchen Landkreisen, in manchen Regionen Zunahmen um bis zu 20 Liter pro Kopf und Tag. Aber auch da sind natürlich die Unterschiede regional sehr unterschiedlich. In der Summe wäre es hier ein Anstieg des gesamten häuslichen Wasserbedarfs im Gegensatz zur leichten Abnahme im unteren Szenario. Also irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Jetzt zum nächsten Sektor, zur Industrie. Das ist natürlich noch ein bisschen mehr Glaskugel dabei, weil wir hier nicht vorhersagen können, wie sich beispielsweise die wirtschaftliche Lage entwickelt. Da wird es natürlich dann schwierig. Aber wenn wir uns anschauen, wie ist denn der Bedarf heute? Wir sehen hier die letzten Daten des Statistischen Bundesamtes rückwirkend bis 2007. Wir sehen ganz klar, der Hauptbedarf ist das Kühlwasser. Und wenn wir jetzt aus der Literatur eben die Annahmen haben, durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung, durch den Ausstieg aus der Kernenergie, wird der Kühlwasserbedarf massiv zurückgehen. Teils um 55%, um 80% gibt es hier Angaben. Wenn wir diese Annahmen dem zugrunde legen, sehen wir hier natürlich einen deutlichen Rückgang. Und der wird sich regional stark unterschiedlich auswirken. Sie sehen in der Tabelle die 5 Landkreise mit dem heute niedrigsten industriellen Wasserbedarf und die mit dem höchsten. Und beim niedrigen Bedarf können Sie vielleicht an den Namen erahnen, es sind eher ländlich geprägte Regionen und in der unteren Hälfte der Tabelle, beispielsweise Landkreis Steinburg, da ist das Kernkraftwerk Brockdorf angesiedelt. Oder Sie sehen Ludwigshafen, Karlsruhe, Mannheim, Bremen, große Kraftwerks- oder Industriestandorte. Hier wird natürlich dann der Rückgang des Kühlwasserbedarfs sich auch am stärksten auswirken. Eine Zunahme könnte durch die Wasserstoffproduktion entstehen, wenn sie denn in Deutschland stattfindet. Und es gibt hier Literaturstudien, Angaben, die eben ein Potenzial
prognostizieren, wie viel Elektrolysekapazität in Deutschland denn insgesamt gebaut werden soll. Das sind ja auch zum Teil politische Ziele. Und dann, wo das Ganze stattfindet, kann natürlich heute keiner sagen, wo die Standorte genau sind. Aber es gibt eben Annahmen, dass es zunächst in den norddeutschen Bundesländern passieren wird, wo vielleicht die Windenergie schneller verfügbar ist, leichter verfügbar ist, und später dann auch in den südlichen Bundesländern, die vielleicht windhöfig sind, wo aber der Ausbau vielleicht später erst kommt. Und wenn wir jetzt diese Ausbauziele in Gigawatt oder Terawattstunden umlegen auf eine Wassermenge, das lässt sich umrechnen, rein chemisch braucht man für ein Kilo Wasserstoff 9 Kilo Wasser. Technisch ist dieser Wirkungsgrad nicht erreichbar. Da gibt es Zahlen von 11 Kilo Wasser, die benötigt werden, um ein Kilo Wasserstoff zu produzieren. Und wenn man das eben umrechnet, kommt man auf einen zusätzlichen Wasserbedarf für Deutschland Richtung Ende des Jahrhunderts zwischen 70 und 100 Millionen Kubikmeter. Wenn wir die industriellen Faktoren jetzt eben zusammenbringen, also mögliche Zunahmen durch Wasserstoff, aber dominierend der Rückgang des Kühlwasserbedarfs, und das auf die Landkreise hier umlegen, dann sehen Sie eben, dass in der überwiegenden Zahl der Landkreise gegenüber dem Ist-Zustand der industrielle Wasserbedarf sinkt. Von 20 Milliarden heute wird es schrittweise auf 11 bis 6 Milliarden zurückgehen. Immer je nachdem, ob wir das obere oder das untere Szenario anlegen. Aber das ist so die Größenordnung. Und dann komme ich zum letzten und dritten Sektor, der flächenmäßig natürlich auch relevant ist, die Landwirtschaft. Hier, wie vorhin schon erläutert, eben die Annahme des Zusatzwasserbedarfs, die Ausweitung der bewässerten Fläche. Und auch hier immer natürlich entscheidend, welche Annahmen liegen zugrunde, welches Klimawandelszenario liegt zugrunde. Wenn wir ein Klimaschutzszenario annehmen, dann ist die Erderwärmung ja nicht zu bremsen und rückgängig zu machen, aber zumindest gedämpft wird sie verlaufen. Dann wird die bewässerte Fläche um den Faktor 1,8, 1,9 zunehmen nach diesen Modellierungen. Wenn wir das starke Klimawandelszenario annehmen, dann könnte sich die bewässerte Fläche fast verdreifachen. Und es würde dann eben auch bei der Bewässerungsmenge sich durchpausen. Auch hier könnte sich die bewässerte Fläche gegenüber der modellierten Ist-Situation eben auf etwa 1,3 Milliarden Kubikmeter erhöhen. Das sind natürlich, wie gesagt, hier sehr viele Annahmen dabei. Eine Annahme, die hier auch als Variante in den Szenarien drinsteckt, ist eine Annahme, dass künftig mehr Zwischenfrucht angebaut wird, dass die Zwischenfrucht auch bewässert werden muss, oder dass im Frühjahr das ausgesäte Getreide zum Keimen, zum Auflaufen nochmal gezielt bewässert werden muss. Das ist natürlich auch nochmal eine zusätzliche Wassermenge, die dann einen Bedarf erzeugt. Aber das sind eben, wie gesagt, Variablen, die diese Zahl alle irgendwie beeinflussen. Schon erwähnt, beim Thema Viehhaltung war das die Aufgabe ein bisschen leichter. Wir hatten heute die Großvieheinheiten, daraus einen Trinkwasserbedarf abgeschätzt pro Landkreis. Wir sehen die Viehhaltungsregionen hier oben in der Karte in den grünen Farben. Und dann haben wir hier wirklich ganz grobe Annahmen gemacht, dass die Viehhaltung leicht zurückgehen wird. Also man sieht in den letzten Jahren schon einen rückläufigen Trend in Deutschland. Den haben wir hier mal einfach dezent fortgeschrieben. Aber wie sich der Fleischkonsum oder der Fleischexport verändern wird, ist natürlich auch eine Unsicherheit und eine Variable in dem Ganzen. Aber mit diesen Annahmen würde eben der Trinkwasserbedarf leicht zurückgehen. Aber vielleicht haben Sie noch die Zahlen von vorhin im Kopf. Gegenüber den Milliarden Kubikmetern sind wir hier im Bereich Millionen Kubikmetern. Das heißt, der Trinkwasserbedarf ist nicht die entscheidende Größe. Ja, ganz kurz möchte ich jetzt sagen,
wenn wir diese Zahlen, die ich Ihnen gezeigt habe, jetzt zusammenlegen, je nach Szenario, je nach Kombination, kommen wir eben auf einen Gesamtwasserbedarf. Und hier sehen Sie sozusagen die Änderungen im Gesamtwasserbedarf von ganz links, dem Ist-Zustand, nach Mitte und rechts, die beiden Endzustände zum Ende des Jahrhunderts, je nachdem, ob wir die unteren oder die oberen Szenarien anlegen, sehen die Bilder anders aus. Entscheidend ist, denke ich, offensichtlich wird es klar, der orangene Kuchen, der gelbe Kuchen Industrie, der wird deutlich kleiner, der Anteil, der geht zurück. Relativ dazu nimmt natürlich Haushalt und Landwirtschaft zu. Und absolut in der Gesamtsumme ist es getrieben durch den massiven Rückgang eben hier des Industriewasserbedarfs eine Abnahme von heute 26 Milliarden auf 9 oder 12 Milliarden Kubikmeter. Sie werden vielleicht sich das auch schon denken. Es ist natürlich ganz entscheidend, der Industriewasserbedarf schlägt hier rein. Aber das Kühlwasser, was ja heute benutzt wird, ist ja auch heute nicht weg aus dem Wasserkreislauf. Also es wird ja nach der Kühlung zum überwiegenden Teil wieder in die Vorfluter eingeleitet. Also aus dieser Darstellung kann man jetzt noch nicht unbedingt schließen, dass dann plötzlich mehr Wasser beispielsweise für andere Zwecke zur Verfügung steht. Also das ist natürlich ein Aspekt, den wir auch in der Diskussion der Ergebnisse noch ausführlich darstellen werden. Ich komme zu einem Zwischenfazit. Wenn wir uns dem nähern mit dieser hohen Flughöhe und sagen, statistische Daten von oben herunter für ganz Deutschland, wollen wir versuchen, den Gesamtwasserbedarf in Deutschland in den Sektoren abzuleiten. Ich denke, dann ist es einmal deutlich geworden, der Gesamtbedarf sinkt. Größter Teil wird dadurch durch Rückgang im Kühlwasserbereich, im industriellen Bedarf angetrieben. Sie haben es vielleicht in den Karten gesehen. Es gibt regional starke Differenzierungen. Hier mal als Zahl. Wir haben auch 180 Landkreise jetzt in einem Szenario, in denen der Gesamtbedarf steigt gegenüber heute, was im Wesentlichen dann hier durch die Bewässerung in diesen Regionen angetrieben wäre. In der überwiegenden Zahl der Landkreise würde sich die Abnahme eben dann durchsetzen. Ich denke, wir haben damit jetzt spannende Ergebnisse, die man sicher noch ausgiebig diskutieren und interpretieren kann. Und das wollen wir ja auch tun im DVGW-Zukunftsprogramm Wasser. Ich habe es anfangs schon erwähnt. Wir haben drei Projekte gestartet. Das Thema Wattdemand Plus, wo wir eben mal schauen wollen, wie sehen denn jetzt diese Top-Down-Ergebnisse aus, wenn wir uns wirklich lokal detaillierte, modellierte Bedarfsprognosen von einem Wasserversorger in einer Region uns anschauen, passen die Tendenzen zusammen oder gehen diese Annahmen völlig auseinander? Wir wollen schauen, wie sich die Klimaprojektion, beispielsweise die Grundwasserneubildung, auf das Grundwasserdargebot auswirken wird. Und wir wollen im Projekt Resilienz schauen, wo sind möglicherweise künftige Engpassregionen oder Regionen, in denen die Schere zwischen Dargebot und Bedarf eben weiter aufgeht. Wie ist heute die Infrastruktur großräumig der Wasserversorgung in Deutschland? Und sehen wir aus dieser Kombination Ansatzpunkte, wo in welchen Regionen welche Optionen zur Erhöhung der Resilienz der Wasserversorgung in Frage kommen? Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Möchte noch mit dem Wort schließen. Ein trivialer Satz, aber auch gut bekannt. Prognosen sind unsicher, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ich hoffe, Sie haben Blut geleckt oder Wasser geleckt. Es wird weitere Ergebnisse geben. Bleiben Sie dran. Ich habe hier nochmal die Seite vom Zukunftsprogramm Wasser eingeblendet. Hier werden Sie auch immer mal Zwischenergebnisse sehen oder sehen, wenn Projekte abgeschlossen sind. Und auch, ich denke, das Thema Lunch and Learn oder weitere Angebote werden hier über diese Projekte weiter informieren.
Nochmal danke an den DVGW für die Förderung des Vorhabens, selbstverständlich an die Projektbegleitgruppe. Sie sehen hier die genannten Personen aus den Versorgungsunternehmen vom DVGW und natürlich an das Team von IWW, Uni Hohenheim, TZW und auch ein Wechsel gab es da personell. Professor Weber ist jetzt an der Universität Kassel, deswegen haben wir die Uni Kassel hier noch mit aufgenommen. Und ganz herzlichen Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Sebastian, für deinen Vortrag, die Erkenntnisse und die Ergebnisse, die du uns hier präsentiert hast. Zwischenzeitlich, wir haben dich in Ruhe ausreden lassen, haben parallel hier Fragen gesammelt. Ich würde dir die einfach mal stellen. Die erste Frage, die kam, war in Richtung Wasserstoffproduktion. Da musst du einfach mal sagen, ob du dazu dich äußern kannst. Ansonsten hätte ich nämlich auch noch einen ergänzenden Hinweis dazu. Und zwar ist die Frage, ist für die Wasserstoffproduktion Trinkwasser erforderlich oder könnte beispielsweise auch Meerwasser genutzt werden? Also ich bin jetzt nicht der Wasserstoffexperte, das schiebe ich vorweg. Wir sind jetzt bei diesen Annahmen davon ausgegangen, dass es erstmal inländische Produktion ist, also die Elektrolyseure in Deutschland stehen und die Annahme, dass sie Süßwasser nutzen, nicht unbedingt Trinkwasser. Wir haben ja hier das natürliche Wasserdargebot, Grundwasser, Oberflächenwasser betrachtet. Also es muss nicht Trinkwasser sein, aber es kann natürlich auch Grundwasser oder Flusswasser sein. Für die Wasserstoffproduktion, ich glaube, das ist auch bekannt, muss das Wasser natürlich aufbereitet werden. Wie gesagt, nach meinem Kenntnisstand brauchen wir hier irgendein Membranverfahren, was ein hochreines Wasser produziert. Das könnte natürlich aus Meerwasser produziert werden, aber dann ist natürlich der energetische Aufwand noch deutlich höher. Bei Süßwasser ist es schon mal leichter, aber auch ein hartes Grundwasser ist noch nicht ausreichend dünn für die Wasserstoffproduktion. Also die Aufbereitung muss da eben auch noch mal rein mit Energie und Aufwand. Ja, vielen Dank. Ich würde an der Stelle auf unsere Schwesternveranstaltungsreihe, und zwar Wissen rund um Wasserstoff, verweisen. Da gab es letzte Woche einen Vortrag dazu. Den Link finden Sie auch gleich nochmal im Chat, falls Sie sich damit mehr auseinandersetzen wollen und noch mehr Informationen dazu haben wollen. Sebastian, für dich die hochgerankte Frage. Bei uns haben die Anfragen, Trinkwasser zur Kühlung von Rechenzentren bereitzustellen, massiv zugenommen. Sind Rechenzentren ein Faktor zukünftig? Das ist ein Thema, was wir auch intensiv diskutiert haben im Projekt. Ist uns bewusst, dass natürlich hier Treiber in der industriellen Entwicklung, in der Produktion dazukommen, für die wir aber momentan leider keine Daten für eine Ausgangssituation haben. Also hier hätten wir mit irgendwelchen groben Annahmen irgendeinen Faktor mit draufschlagen können, aber weder die Höhe können wir wirklich fassen, noch natürlich die Verortung. Wo lokalisieren wir diese Rechenzentren? Ich glaube, das wird noch schwieriger als bei der Wasserstoffproduktion. Also von daher, wir sehen ja auch die Presse oder die Berichterstattung über Chipproduktion und so weiter. Das sind natürlich lokal massive Treiber und Faktoren für den Wasserhaushalt in einer Region. Aber den können wir mit so einem Top-Down-Ansatz natürlich nicht abbilden. Alles klar. Eine Frage zu euren Daten. Wurden bei dem Projekt auch vorliegende Daten der Bundesländer verwendet, zum Beispiel aus Studien oder Wasserversorgungskonzepten? Nein, wurden sie nicht. Das ist ein Thema, was wir uns in dem schon erwähnten Projekt Resilienz nochmal genauer anschauen. Da werden wir auch eine Übersicht machen über diese ganzen verschiedenen Bundeslandprojekte, von denen wir wissen, die aber zum Teil sehr unterschiedlich sind in ihrem Design, in ihrer Zielstellung, in ihrer Datenbasis. Das wird Gegenstand in Resilienz sein, hier die mal gegenüberzustellen und zu sagen und zu sehen, was ist denn da an Informationen vielleicht noch verfügbar für solche Studien, wie wir sie hier gemacht haben?
können wir das zur Validierung irgendwo vielleicht in einzelnen Regionen nutzen? Da sind wir dabei. Da haben wir gerade begonnen, die zusammen auszuwerten, gegenüberzustellen. Aber die Daten sind hier jetzt noch nicht eingeflossen, sondern die erwähnten statistischen Basisdaten. Wir haben noch drei Fragen, die würde ich auch so noch zulassen. Nochmal Richtung Elektrolyse. Wurde bedacht, dass auch Elektrolyseure auf Kühlung angewiesen sind? Da müsste man nochmal reinschauen in diese Zahl, dass wir nicht jetzt vom stöchiometrischen Wasserbedarf, sondern von dem technischen ausgegangen sind. Also da ist ein Stück weit auch der Wasserbedarf für die Kühlung in diesen Mehrbedarf pro Kilo Wasserstoff mit drin. Ich gehe davon aus, dass es in der Zahl drin steckt, aber da muss ich selber nochmal genauer nachschauen. Ich gehe aber davon aus, dass es berücksichtigt wurde. Auch dazu hätte ich auch noch so eine kleine Info in der Hinterhand. Und zwar gab es auch vom DVGW eine Studie, die sich mit dem Wasserbedarf für die Elektrolyse beschäftigt hat. Die ist auch auf der DVGW-Webseite zu finden. Aus dieser Studie kommt auch die Zahl von den 11 oder 12 Kilo. Genau. Zweite Frage. Ist davon auszugehen, dass die Lebenserwartung steigt und wie ist das bei der Bevölkerungsentwicklung beachtet? Ich bin jetzt da kein Bevölkerungsforscher. Ich würde jetzt mal einfach frech behaupten, dass das die europäische Bevölkerungsvorausberechnung tut, dass die nicht nur Migration und Geburtenrate, sondern auch Lebenserwartung mit einrechnen. Aber da bin ich jetzt leider kein Bevölkerungsstatistiker. Ich hoffe aber mal schwer und gehe schwer davon aus, dass die Experten das auf dem Schirm haben. Alles klar. Und dann die letzte Frage für dich. Muss bei der Aussage, dass der Gesamtbedarf zukünftig sinken wird, nicht auch unterschieden werden, woher das Wasser entnommen wird? Aus Oberflächen, Grundwasser? Genau, wenn wir nur die Bedarfsseite anschauen, dann sind wir ja quasi losgelöst von der Ressource. Wenn wir den Bedarf mit dem Dargebot überlagern, dann kommt das natürlich zum Tragen. Also wenn jetzt Oberflächenwasserbedarf, Kühlwasserbedarf zurückgeht, dann ist es möglicherweise eben ein Wasser, was nicht unbedingt für die Trinkwassergewinnung das Zentrale ist. Wir wissen ja alle, überwiegend wird Trinkwasser aus Grundwasser gewonnen. Da spielt es natürlich dann eine Rolle, aber nur die Bedarfsseite ist sozusagen losgelöst davon, welche Ressource da im Blick steht. Aber klar sind es natürlich Unterschiede, wenn man die heutige Situation anschaut. Landwirtschaft greift überwiegend auf Grundwasser zu etwa 70%. Die öffentliche Wasserversorgung etwa 70% aus Grundwasser. Und bei der Industrie ist es umgekehrt, da ist es überwiegend eben 70% Oberflächenwasser. Vielen Dank. Ja, da bleibt mir jetzt am Ende nur noch mich zu bedanken, Sebastian, vor allem bei dir für deinen Vortrag und dass du uns jetzt hier am Ende noch Rede und Antwort gestanden hast. Und an Sie vor den Bildschirmen, vielen Dank fürs Reinschalten und die Aufmerksamkeit. Wir sind am Ende unserer Veranstaltung und ich nutze noch eine Minute, um Sie auf die nächste Veranstaltung hinzuweisen. Und zwar werden wir am 19. Oktober das nächste Wasserlunch & Learn stattfinden lassen, dann wieder zur gewohnten Zeit ab 13 Uhr. Und hier wird uns Professor Dr. Andreas Thiem, ebenfalls vom TZW, zum Forschungsprojekt SARS-CoV-2 Monitoring-Methoden referieren und da die relevanten Erkenntnisse für die Wasserwirtschaft aufzeigen. Die Anmeldung zum nächsten Lunch and Learn ist in der nächsten Woche dann möglich über die Veranstaltungswebseite, wo Sie den Link bereits im Chat vorfinden. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch hier wieder begrüßen dürfen. Genau. Und über die weiteren Themen in unserer Veranstaltungsreihe, die im November, Dezember und nächstes Jahr folgen werden, können Sie sich, wie eingangs schon erwähnt, über unsere Webseite auf dem Laufenden halten, beziehungsweise sind Sie herzlich eingeladen, das Angebot zu nutzen, unseren Newsletter zu erhalten. Dafür melden Sie sich im Service Center an. Genau, dann wünsche ich an der Stelle nun allen alles Gute
bis dahin, bis zum 19. Oktober. Kommen Sie gut jetzt ins Wochenende und genießen Sie die ersten Herbsttage. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.